Hallihallo und willkommen zurück bei Ark Fjordur. Eine neue Aufnahmesession beginnt heute und es ist tatsächlich passiert. Es gab das große Update, wie angekündigt, am Samstag. Und also ich habe jetzt hier selbst noch an unserer Stelle hier vorne habe ich jetzt noch nichts gesehen. Aber das werden wir ganz sicherlich irgendwann feststellen, das ein oder andere Update, irgendwelche Texturveränderungen oder sonstiges. Also hier selber habe ich jetzt noch nichts gesehen. Oder das da vorne vielleicht? Das kann ich nicht. Warte mal. Doch, das hier, ne? Die lagen doch vorher noch nicht hier rum, oder? Diese Dinger hier? Kann man das abbauen? Oh, bin ich jetzt überfragt? Weiß ich jetzt gar nicht genau, ob die vorher schon hier lagen. Ich würde jetzt sagen, nö. Die Texturen laden schon wieder nicht. Ne? Ist zum Mäusemelken. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. So. Solange das nur an den Bäumen ist, stört mich das erstmal nicht. Und auch nur teilweise kann ich damit erstmal leben. So, was haben wir denn gemacht? Wir haben letztes Mal hier diese wunderschöne Kirche da oben hingezimmert. Die müssen wir natürlich dann noch in sehr viel Licht hüllen. Ne? Licht ist wichtig. Licht muss sowieso überall hin. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was ich jetzt noch machen wollte, ich glaube, ich muss erstmal Holz organisieren, ne? Wie sieht es denn in dir eigentlich aus, mein Kleiner? Erstmal gucken. Was da so die ein oder andere Beere drin? Ne? Sollte ich vielleicht mal eben kurz entfernen. Machen wir mal eben. So. Oh. Ja, okay, das Update ist passiert, wie man sieht. Ach du Scheiße, oh mein Kleiner, oh mein Gott. Nee, das geht so nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schatzi. Oh, heftig. So, geht es dir gut? Parasaurus ohne Namen. Das ist nicht gut. Das Mädel braucht noch einen Namen. So, und du gibst mir mal all dein Obst und dann kann ich das hier mal reinschmeißen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Also, was haben wir denn? Amarberry. Rein da. Zack. Azul. Mejo. Oder Mejo. Ist ja alles auf Spanisch irgendwie. Tinto ist rot, Azul ist blau, Amar. Ne, das sind so spanische Begriffe hier. So, Stimberry jetzt nicht so. Zack. Tinto. Und Narco. So. Ich bin relativ voll, fällt mir gerade auf. Ist das schlimm? Ja doch, das ist schlimm, weil ich möchte ja jetzt Holz farmen. Also, wir haben noch zwei Gebäude zu bauen aus dieser Mod. Die hätte ich gerne noch hier, dass wir unser Dorf quasi vervollständigen. Das wäre ganz cool. Ich hau mal den ganzen Quatsch hier rüber, ne? So. Was soll ich mit dem ganzen Harz machen? Jetzt mal ohne Witz. Aber wir werden ja drüben in dem großen Gebäude, in der Lodge, da werden wir ja die ganzen Rohstoffe dann lagern. Das heißt, wir werden dann auch mehr Möglichkeiten haben, um Sachen zu lagern. Deswegen ist mir das jetzt erstmal egal. Und ich hau jetzt hier noch ein bisschen was in die Werkbank rein und dann ist das auch okay. So, Pfeile mache ich auch erstmal hier rein und die Armbrust auch brauchen wir jetzt gerade nicht. Das passt. So, okay. Lalalala. Ach, das ist schön, wieder hier zu sein. Ich bin gespannt, was sich so geändert hat jetzt auf der Map. Der Schneesturm sollte wohl deaktiviert werden. Ich weiß nicht, da waren irgendwie tausend Sachen, die gemacht wurden. Aber meistens sind es eher so kosmetische Geschichten, ne? Kosmetische Feinheiten. Oh, der ist aber schön, da guck mal. Okay, jetzt definitiv gab es diese Dinger, die lagen hier nicht. Die Dinger lagen hier nicht rum, ich schwöre. Bin mir sehr sicher, wie seht ihr das? Also ich könnte jetzt nochmal die alten Videos gucken, aber der ein oder andere... Oh, aber das mit den Texturen nervt mich. Der ist echt bunt, ne? Der Pteranodon. Mein Gott, ist der bunt. Das mit den Texturen finde ich furchtbar nervtötend. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich den Umstand beheben kann. Gibt es irgendeine Tastaturkombination? Eine Tastenkombination? Mit der man vielleicht die Strukturen nochmal neu laden kann? Weiß das der ein oder andere von euch? Wo ist meine Sichel? Ich habe doch hier eine Sichel. So, ein bisschen kann er noch. Halt.
Machen wir den. So. Wir brauchen, glaube ich, noch eine Menge Fasern, ne? So. Ich glaube, ich gehe noch mal ein bisschen auf Gewicht. Das steht mir, glaube ich, ganz gut zu Gesicht. So, Diggi, dann komm mal mit hier. Dann gehen wir da noch mal runter. Zack, und bringen wir das Holz weg. So, und dann brauchen wir, glaube ich, noch Fasern. Ne, Fasern haben wir doch, oder was? Wo ist denn die Sichel? Habe ich die jetzt in der Werkbank vielleicht oder so? Hm, nichts Genaues weiß man. Es sieht ein bisschen voller aus, ne? Kann das sein? Also, irgendwas ist hier mehr als sonst. Ha. Keine Ahnung. Aber es sieht ein bisschen voller aus. Aber gut. Gut, gut. Gefällt mir gut bis jetzt. Ist zwar nicht so viel, aber mal gucken. Wir werden noch einiges entdecken, denke ich. So. Kleiner Don Inge. Kleine Don Inge. Ich packe mal das Zeug in die Werkbank. Vorerst. So. Dann brauche ich das andere auch noch, ne? Habe ich die... Nein, habe ich nicht. Die Transfergun wäre dafür jetzt optimal. Transfergun, hier ist sie. Und meine Sichel, bitte. Jawohl. So, Don Inge. Nein, nicht die. Das, ich will das da. Ja. Nein, ich will dich nicht erschießen. Ich will einfach nur deine Ressourcen. Und let's fits. So. Haben wir alles drin. Dann lass mal gucken. Ich habe wirklich keine Faser, ne? Ist hier noch was? Unglaublich. Dann holen wir jetzt noch eine ganze Menge Fasern. Das kriege ich hin. Mit meiner Sichel. Laufe ich hier vorne hin und hole Fasern. Und dann wollte ich nämlich einmal gucken nach diesen großen Toren für die Lodge da hinten. Ne? Da waren noch diese, diese Durchgänge. Und ich will mal gucken, ob die Tore, die da in der Mod drin sind, dafür gedacht sind. Oder ob das für irgendwas anderes ist. Aber was sollte es sonst sein? Fragezeichen. Müsste man eigentlich nochmal loseiern, ne? Mit dem Schiffchen rüber zur Vulkaninsel, weil angeblich gibt es ja jetzt auch die Magma Source und auch die Eier dazu. Und auch die Wibbern, ne? Die Wibbern sollen auch da sein. Die Frage ist, wo sind die Wibbern? Sind die jetzt in dieser riesengroßen Höhle? Da gab es doch so eine große Höhle, ich weiß aber nicht mehr wo. Es gibt ja so ein paar Geschichten, doch. Ich habe mir ja Gott sei Dank alles hier auf der Map eingezeichnet. Also das sind ja dann diese POEs von der ersten Staffel. Ersten / zweiten Staffel, die ich live gemacht habe. Und könnten aber auch da hinten jetzt Wibbern sein, wo ich immer rüber eier, um Kristall zu holen. Da würden die auf jeden Fall Sinn machen, ne? Da ist ja auch so eine Höhle. Es würde Sinn machen, wenn da auch ein paar Wibbern wären. Mal schauen. Aber vielleicht ist da jetzt was in der Höhle drin. Ist halt schwierig ohne Flugtier. Aber wenn ich so einen Grappling-Hook habe, könnte das funktionieren. So, haben wir jetzt genug Fasern. Hopefully. So, ich gehe mal kurz hoch. Der ist echt so kikibunt. Wie krass bunt ist der denn bitte? Bleib stehen. Ich muss dich betrachten. Hallo? Oh Mann. Bleib stehen. Ich sehe so schnell nichts. 45er Mehl. Ja, okay, passt. Gab es für das Ding nicht hier auch irgendeine Tastenkombination?
womit man irgendwie, da konnte man noch irgendwas machen mit dem Spyglass. Detailed Stats show Wild Tamed Level Up Points, Variable Zoom, Increased Range. Aber da steht jetzt nicht irgendeine Tastenbelegung, mit der man, oder Tastenkombination, mit der man irgendwelche Special-Geschichten. Was war das denn gerade? Achso, nee. Tante Inge hier. Don Inge. Durch die Wand gescannt. So. Ich möchte nämlich wissen, ob wir hier. Hier haben wir auch noch so viel Schnulli, ne? Können wir auch noch bauen. Mhm. Den Thron vor allem, der ist super wichtig. Hier. Gate Frame. Ach nee, das ist ja ein Frame. Viking Fans. Also ich will den Viking Shed bauen, Viking Farmer. Die beiden Dinger müssen wir noch bauen. So, und hier haben wir eine Gate Frame. Place it along with the Viking Gate to create a huge entrance into your village. Das sollten wir vielleicht auch noch machen. Das ist eine gute Idee. Aber. Place this along with the Viking Gate Frame. Okay, also ohne Frame geht es scheinbar nicht. Das ist für Viking Homes. Double Doors. Viking Thegn Lower Door. Und all the Front Door of the Church. Ah, Front Door of the Church. Und das hier? Blacksmith Ore Lodge. Yes, yes, yes. Okay. Hä, aber ich hatte doch so ein Ding noch, oder nicht? Und Viking Lodge Gate. To close off the bottom part of the building. Jawohl. Okay, ich baue einmal. Ich brauche. Hä, ich habe doch Fasern. Moment. So. Das brauchen wir da nicht. So, ich baue jetzt erstmal das Ding einmal. So. Dann möchte ich das Ding bauen, weil ich wissen will, wo das hingehört. Und diese Double Door für die Church machen wir jetzt auch nochmal eben. Um zu sehen, das hier werden wir auch noch brauchen. Thegn und Lower Door und ja. Bin aber der Meinung, ich hatte noch irgendwelche Türen. Dachte ich jetzt zumindest. Mal gucken. Upp. Hier drin, ne? Simple Door und hier Double Door. Siehst du, ich hatte schon so eine Tür. Ja, Mist. Das ist hier die Double Door, ne? Okay, dann laufe ich mal schnell hoch. Du kommst mit. Und hier bin ich, glaube ich, schneller. So, let's go, let's go, let's go, let's go. Und außerdem habe ich dann meinen Don Inge beschützt mich. Ne? No? Front Door. The Front Door. Hier. Hier also, ja. Also mehr Doors gibt es ja hier auch nicht. Krass. Voll gut. Hier kam ich nicht weiter hinein. Ah, wäre eine schöne Tür. Hallo. Und hier. Das ist wie bei mir im Haus. Da kannst du ja nichts machen. Da kannst du keine Tür reinbasteln. Oder irgendwas anderes. Das ist nicht für Türen gedacht. Naja. Okay. Ist einfach nur so ein, wie nennt man das? Ein Erker. Wo man irgendwas hinstellen kann. Ja, cool. So, dann gucken wir mal. Also hier brauchen wir jetzt keine weitere von der Tür. Jetzt brauchen wir... Muss ich mal hier schauen. Ach, wie süß das ist hier. Die grüne Mutti mit dem roten Kind. So, hier lang. Ui, 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 ui. So, genau. Hier nämlich... Theoretisch, ne? Also hier... haben wir... Was haben wir denn da? Dieses Viking Lodge Gate... Double Door hatte ich gerade und Blacksmith Door. Mal gucken. Also. Hier geht das. Blacksmith Door. Und da geht das. Okay, cool. Das heißt, wir brauchen noch von diesen Dingen 3 Stück. Das gefällt mir sehr. Ne, Schatzi, das ist doch super. Hier können nämlich auch noch ein paar Tierchen stehen. Die müssen da gar nicht so eingefecht sein. Da könnte man vielleicht wirklich Pferde reinmachen und hier die anderen.
Aha. Wer besucht? Ach, hier. MC, ich bin bunt wie Sau und jeder wird blind, wenn er mich anguckt. Das ist schon ein bisschen doll, ne? So. Don Inge, ich werde dich kurz hier lassen. Was totaler Blödsinn ist, weil. Ja, egal. Nee, ich frage einfach nicht, was in meinem Kopf schon wieder los ist. So. Drei. Drei von den großen Dingen. Ach, und oben muss ich auch noch gucken, ne? Also oben, oben im Haus, was wir da für Türen brauchen, das sollte ich jetzt vielleicht auch noch mal schauen. Also hier brauchen wir jetzt die Doors und zwar Viking Gate. Das hier Blacksmith Doors for Lodge. Drei Stück, ne? Tress, bitte. Tress, por favor. Geht das? Reicht das? Kann nur einbauen. Warum? Holz. Ach, jetzt komm schon. Mir fehlt schon wieder Holz. Na gut, dass Don Inge noch da vorne ist. Dann holen wir mal noch eine Runde Holz. Wir brauchen doch einen Biber. Oder eine Kettensäge. Lass mal gucken. Kettensäge Level 55. Alles klar. Das ist wichtig. Oh, der Lootstrahl und ich darf den nicht aufnehmen. Voll schade. Gucken, ob die auch funktionieren hier. Wow. Moment. Ja, sehr gut. Das Falsche gebaut. Mist. Warte mal, irgendwas ist komisch. Das ist hier die Viking Blacksmith Door. Das ist schon klar. Und das hier Viking Lodge Gate. Ach so. Was habe ich hier? Viking Blacksmith Door. Das, ja, okay, gut. Warte mal, ich guck mal, ob ich die oben irgendwie setzen kann, vielleicht. Hier oder so. Zum Beispiel. Nein. Mist, was habe ich die umsonst gebaut? Okay, hier darf ich überhaupt keine Türen rein. Hier kann ich wahrscheinlich denn auch die. Ich habe keine Ahnung, was ich hier reinsetzen soll. So, warte mal. Das da. Okay, ja. Okay, wir brauchen hier. Wir brauchen die Lodge Gates. Ja, wir brauchen die Gates, drei Stück. Und dafür brauchen wir jede Menge Holz. So, jetzt kriegst du erstmal, meine liebe Don Inge, kriegst du erstmal noch ein bisschen Leben. So, und dann lass mal los hier. Lauf. Jetzt. Und zwar würde ich da ganz gerne, glaube ich, mal gucken, dass hier auch alles safe ist. Ich guck mal kurz nach dem Rechten. Hallo? Kann das sein, dass die alten Tiere alle weg sind? Dass das einmal neu gemacht wurde? Bestimmt, ne? Durch das Update? Ich hoffe ja auch, dass dieser blöde Alpha-Raptor weg ist. So, dann holzen wir mal hier die ganzen hässlichen Strukturen ab. Oh, hier ist wieder Honig. Das finde ich sehr nice mit dem Honig.
So, Don Inge, bitteschön. For you. Also nicht alles. Ich möchte das wieder zurückhaben. So. Oh, der ist größer. Ein größerer Baum. Mhm. Alles klar. Komm mal her, hier du. Wie viel Platz hast du denn noch? So. Nochmal, dann gehe ich da noch mal kurz rüber. Und hier. So, das haut hin. Komm mit. Oh, du bist etwas lahm, ne? Dann gib mir mal noch das hier und das da und... So, mehr geht nicht. Komm. Geh los. Ja. Sehr schön. Okay, dann bauen wir jetzt noch drei von den Blacksmith. Nee, von den... Von den... Ach, Mann. Viking Lodge Gate. Viking Lodge Gate. Drei Stück. Komm. Also wenn das reicht. Ach, Don Inge, jetzt komm schon. Oder du bleibst einfach da stehen. Kannst aber auch mitkommen. Hier lang, guck. Hier haben wir noch jede Menge Steine, Gott sei Dank. Alles wieder nachgespawnt, sehr schön. So, kleines Stück kannst du noch. Okay. Zack. Achso, da kann ich ja mit der Transfergun schnell mal eben... So, das rüber. Ah, schon wieder alles rübergenommen. Mist. Okay, so, dann gucken wir mal. Also, das hier und ich möchte die Viking Lodge Gate. Drei Stück. In genau drei. Okay, dann haben wir das dicht. Alles klar. Jetzt gucke ich nochmal. Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Ich wollte ja noch den Viking Shed haben. Okay, das geht. Und dann wollte ich noch den Viking Farmer haben. Dafür brauchen wir aber noch 110 Holz. Ich brauche Wasser. So. Mhm. Holen wir dann gleich nochmal eine Runde Holz. Hui. Ich packe schnell die Tore dort hinten hin. Und dann gucken wir mal, wo wir den kleinen Shed hinstellen. Obwohl, eigentlich möchte ich lieber nochmal schnell 110 Holz holen. Auf dem Weg. Und dann sollte das auch passen. Aber das ist so cool. Guck mal, da haben wir das schön abgedichtet hier. Wunderbar. Wunderbar. Wieder zu. So. Das ist doch geil, oder? Ich finde es richtig, richtig gut. Was mich so ein bisschen stört, ich finde, die Optik ist mega gelungen, auf jeden Fall. Was mich so ein bisschen stört ist, und das würde ich mir halt wünschen, dass die Fenster, erstmal kann man nicht durch die Fenster durchschauen, das finde ich schade. Wäre aber nicht so schlimm. Ach, du Scheiße. Fuck. Es wäre nicht so schlimm. 140? Ist das dein Kack? Also jetzt krieg ich schon wieder Fäkalsprache hier. Oh nein! Ich weiß nicht, ob ich den wegkriege. Müsste ich eigentlich zähmen, ne? Ein 140er Kano, wann kriegt man den denn schon mal? Schatzi. Moment mal bitte.
So. Ich habe den Satz noch nicht zu Ende gebracht. Würde mich ja nicht stören, wenn man die Fenster aufmachen könnte, wollte ich noch sagen. Genau. Komme ich denn jetzt an diesen Kanu ran? Warte mal. 140 ist schon heftig, ne? Da bräuchte ich eigentlich eine Schusswaffe. Weil wenn ich jetzt hier anfange, mit 17 Betäubungspfeilen auf dem Ding rumzusemmeln, das bringt gar nichts. Das bringt mal nichts, oder? Ich gucke mal, ob ich hier ein paar von den Narkotiks noch hinkriege. 21, okay. Der Kano wird uns das Leben sehr, sehr schwer machen, wenn ich den hier lasse. Ich weiß nur nicht, ob ich den getötet kriege. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht aber auch doch. Wir haben 200 der Nahkampfschaden. Aber es wäre halt auch mega schade, ne? Also jetzt mal ohne Witz, das ist ein 140er Kano. Ich versuche mal, mich oben bei der Kirche hinzustellen, vielleicht. Und dass wir dann von da aus runterballern. Ich habe gar keine Narkosemittel mehr. Das ist natürlich auch selten doof. Doch, habe ich. Okay, gib mir das. So, wäre jetzt die Idee. Also ich könnte mich jetzt oben bei der Kirche hinstellen und versuchen, von da oben mit den Betäubungspfeilen 38 Stück runterzuballern. Ich habe nur keine Ahnung, ob das reicht. Wo ist denn der? Oder sie, es war ja ein Mädchen. Oh, jetzt habe ich auch noch Hunger. Da hinten. Die hängt da fest, ne? Das könnte meine Chance sein, Leute. Das kann aber auch bis nach hinten losgehen. Die Frage ist, traue ich mich oder traue ich mich nicht? Ich sollte es eigentlich versuchen, ne? Wir haben zwar kein Primeat, aber dann ist das halt ein bisschen langwieriger, das Ganze. Okay, Leute, also ich bin gespannt, wie es morgen aussieht in der Folge, ob wir uns diesen 140er Kano holen, ob wir das hinkriegen mit den 38 Pfeilen. Ich habe keine Ahnung, mal schauen. Also danke fürs Zuschauen, ja? Und dann bis morgen. Macht's gut, ciao.